Ja, es bedeutet natürlich eine große Ehre und Freude für mich, diese Auszeichnung zu erhalten. Aber es ist doch so wie beim Sinfonieorchester. Der Dirigent ohne Orchester, ohne Solisten ist gar nichts. Und umgekehrt genauso. Und so ist es im Fußball. Die Mannschaft braucht einen Top-Trainer. Und wenn man natürlich international erfolgreich werden will, dann muss man auch Weltklasse-Spieler haben. Und das habe ich im letzten Jahr gehabt. Und deswegen war das eine Symbiose, die unheimlich gut gepasst hat beim FC Bayern. Mannschaft, Funktionsteam, Führungsspitze, das hat harmoniert. Es war eine große Motivation da und auch Leidenschaft für den Job und vor allen Dingen auch eine Selbstdisziplin, besonders bei den Spielern, und Mannschaftsdisziplin, weil das sind auch Dinge, die ganz wichtig für den Erfolg sind. Ich habe riesige Erfolge mit der Borussia errungen, mit der deutschen Nationalmannschaft, und bin als Trainer, habe ich natürlich erstmal, ich würde fast sagen, den Ritterschlag beim FC Bayern bekommen. Das heißt, mit der ersten deutschen Meisterschaft als Trainer, was ganz Besonderes ist, genauso wie als Spieler. Und dann natürlich das letzte Jahr mit dem Triple, das ist historisch, das hat es in der Bundesliga noch nie gegeben. 50 Jahre Bundesliga, wenn man sich das mal vorstellt. Und vor allen Dingen die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, das war tadellos, nicht nur im fußballspezifischen Bereich, sondern auch im Auftreten, auf dem Spielfeld, außerhalb des Spielfeldes, mit den Fans, mit Kindern. Das spiegelt den Charakter der Mannschaft wider. Und deswegen wird die Mannschaft auch in den nachfolgenden Jahren wird Erfolg haben. Wir haben ein Spielerreservoir, was riesig ist. Wir haben auf jeder Position fast zwei Spieler. Nur, was ganz wichtig sein wird, wird ein Sami Khedira wieder gesund und fit, ein Bastian Schweinsteiger in Topform, Gündogan von Borussia Dortmund, dass er wiederhergestellt ist. Also das sind für mich die Fragezeichen. Sonst gehört Deutschland zu den Favoriten mit Argentinien, Brasilien und immer die Spanien natürlich. Trotzdem, dass es traditionsgemäß schwierig ist, in Südamerika Weltmeister zu werden, müssen wir mit breiter Brust nach Südamerika gehen und sagen, wir wollen Weltmeister werden. Und das muss man den Spielern versuchen zu vermitteln, einzupflanzen. Und wir haben im letzten Jahr auch, habe ich der Mannschaft gesagt, von Anfang an, was ich vorhabe, was verändert werden muss, was modifiziert werden muss und optimiert. Und ich habe gesagt, wenn wir unsere Leistung abrufen, können wir alles gewinnen. Natürlich spielen da viele Dinge eine Rolle, und es ist ganz wichtig, dass ein Rad ins andere greift, und das war im letzten Jahr bei uns. Und ich denke, dass die deutsche Nationalmannschaft riesige Chancen hat, jetzt 2014 in Brasilien Weltmeister zu werden.